Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir haben in der letzten Folge den Treibstofftank der dritten Stufe abgeliefert, hier beim Ladungspunkt, haben uns dann einen komischen Weg ausgesucht, um hier runter in die Grube zu kommen. Ich glaube, es war aber trotzdem noch der schnellste Weg, also wenn wir hier außen rum gefahren, das hätte bestimmt länger gedauert. Gut, der Plan für heute ist auf jeden Fall, die Antriebsmontage wegzubringen. Wenn wir schaffen, dann auch noch den Treibstofftank der zweiten Stufe, da steht auch schon Truck bereit. Aber Priorität hat natürlich erstmal die Antriebsstufe und es könnte interessant werden, jetzt die ersten Meter gerade. Also, Motor an. Stützen raus. Kranmodus. Und dann wollen wir mal gucken hier. So. Nee. Gib mir mal bitte die Möglichkeit. Ich will doch nicht dich da anwenden. Ich will die Fracht nicht nehmen. Hä? Was ist da los? Aha, geht doch. Gut, dann heben wir mal an. Dieser Riesenauflieger jetzt für dieses kleine Ding, ne? Das ist schon ein bisschen wild. So. Na, kommen wir nochmal einen Ticken hoch hier. So. Gott. Kran wieder herstellen. Motor abstellen. Frack wechseln. Fracht verladen. Jo. So weit, so gut. Ich hole mir mal noch den Sprit aus dem Super Semi-Trailer. Ja, wir machen hier einfach mal voll. Gut. Phase Nummer 1 haben wir. Jetzt geht's ans Fahren. das wird interessant. Oh nee. Stopp, stopp, stopp. Nicht so weit. Ich fahr mal hier hoch, weil ich glaube, wir kriegen sonst Probleme, über diesen Felsen da zu kommen. Komm schon. Oh, Moment. Da steht, glaube ich, jo, jemand im Weg. So. Okay. Jetzt müssen wir diese Gespann hier irgendwie hochkriegen. Also sobald wir einmal hier drauf sind, ist glaube ich ganz okay. Aber solange der hier noch so halb in der Luft hängt, kann das natürlich auch kritisch werden. Aber ich glaube, wir haben es jetzt. Okay, das heißt, wir fahren jetzt hier erstmal ganz gemütlich. Weg lang. Ich muss mir mal kurz Punkte aussetzen. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Ich glaube hier vorne, ne? Ich setze mir erstmal hier einen Punkt hin.
Und dann gucken wir weiter. Das wird auf jeden Fall noch lustig, weil der Weg, den wir jetzt fahren, könnte mit dem Anhänger auch so ein, zwei Stellen haben. Wenn wir uns ein bisschen verkeilen könnten. Vielleicht zieht das jetzt erstmal durch. Ne, man muss auch mal nicht immer nur die Nummer sicher nehmen. Muss auch mal Eier haben. Ne? Eier, wir brauchen mehr Eier. So, ansonsten hier hoch. Wie gesagt, das sollte jetzt hier eigentlich alles nicht so das Ultra-Problem sein. Okay, wir sind oben. Gut, dann kann ich mir jetzt die restliche Route plotten. Und zwar hopp. 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 Nee. Und dann hier lang. Hier halt die Route außenrum. Soweit, so gut. Abfahrt. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. Ich muss jetzt auch mal... ich hoffe, wir schaffen beide Sachen heute in der Folge. Wäre ultra cool. Müssen wir mal gucken. Weil so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Schätze ich mal, bis der neue Patch rauskommt. Und dann, bis dahin will ich gerne eigentlich schon hiermit durch sein. Und wir haben ja noch 1, 2, 3, 4 Aufträge. Das Problem ist, jetzt gerade relativ viel. Ich meine, wir haben jetzt hier SnowRunner, was ja die meisten von euch schauen. Ich mache aktuell noch Skyward Sword, damit brauche ich auch noch ein bisschen. Dann It Takes Two. Keine Ahnung, wie lange wir dafür noch brauchen. Und jetzt kommt... Heute? Heute? Also für euch heute? Ja, auch noch... So, hier haben wir im Übrigen Stelle Nummer 1. Da könnte jetzt hier irgendwie ein bisschen eng werden. So, wir wollen nämlich jetzt mal schauen, dass wir schon recht weit rechts rumfahren. Damit wir hier auch durchkommen. Aber das hat erstmal funktioniert. Das ist doch sehr schön. Das hat auch funktioniert. Auch das ist schön. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal Hochgang fahren. Wir müssten genug Grip haben oder jetzt gleich kriegen, dass die Reifen auch nicht durchdrehen. Ja, so sieht's gut aus. So, jetzt können wir aber direkt wieder vom Tempo runtergehen. Jetzt kommt eh wieder Schnee. Und gleich auch die zweite Geschichte. Also, worauf ich hinaus wollte für euch heute, kommt ja wohl das neue Assassin's Creed DLC, habe ich jetzt spontan erfahren. Mitbekommen, gemerkt, wie auch immer. Moment, ich hatte mir vorher überlegt, wie ich hier langfahren will. Hier unten rum. Unten rum, hier unten rum. Sollte die beste Tour sein. So, das läuft doch. Aber bei, noch sind wir hier nicht durch. Aber das... Ich glaube nicht, dass wir uns hier verkeilen, nö. Das läuft doch ganz gut.
Oh, was sagt ihr? Ich bin zufrieden. Wie gesagt, der Anhänger dafür ist halt absolut Overkill, ne? Ich hab halt gedacht, die Teile sind sonst was wie groß. Aber nö, irgendwie doch nicht. Deswegen, also am letzten Truck, ja, sehen wir wahrscheinlich nachher auf jeden Fall schon. Wir gehen auf jeden Fall rüber zum Ende der Folge. Oder halt, wir machen das dann nur noch zu Ende. Also sehen wir nachher auf jeden Fall, da habe ich einen etwas kleineren Anhänger genommen, hat einen kleinen Nachteil. Aber kommen wir dann drauf. Erstmal das hier abliefern, sollte jetzt eigentlich keine großen Probleme mehr auf dem Rest der Strecke geben. Schätze ich zumindest mal. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, hier die Kurve noch nehmen. Ein bisschen ausschweifend. Damit wir hinten noch rumkommen. Dann können wir hier an meinen Hochgang rein und Strecke machen. So, hier sind wir noch mal ein bisschen vorsichtig. Au. So viel zum Thema vorsichtig. Aber das läuft. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da hängen bleiben, aber gut. Das ist die Perspektive. Ja, wie gesagt, das ist gerade recht viel. Und Assassin's Creed, das DLC, will ich halt auf jeden Fall auch noch zu Ende spielen. Hier das Paris DLC für Valhalla dann. Soll der, also wenn das so umfangreich ist wie das letzte DLC zu der Druiden, dann sollte das ja auch nicht so lange dauern, aber es ist jetzt halt viel auf einmal. Deswegen Final Fantasy habe ich ja gerade schon pausiert, weil drei Projekte nebeneinander mit Zelda, It Takes Two und SnowRunner ist, glaube ich, so das, was halt gerade so stemmbar ist. Gut, jetzt werden es halt für eine Weile irgendwie wahrscheinlich dann vier Projekte. Ich muss mal gucken, wie ich das dann mache. Aber wir kriegen mal alles hin. Kriegen wir alles hin, ne? Ja, wo hängen wir jetzt? Anscheinend mit dem Reifen da. So. Aber damit haben wir die Antriebsmontage entsprechend hier auch schon hingebracht. Zack. Teil 2 von 3. Das bedeutet Motor abstellen und wir switchen gleich weiter. Hier wird heute angeklotzt. So, hier oben steht der 6. Da steht der Treibstofftank, der ist dann doch wieder ein bisschen größer. Er passt da rauf auf den Anhänger, wir können ihn nur nicht verladen. Eigentlich stand er da vorne, ich habe ihn testweise halt nur um sicher zu gehen, dass er auch wirklich darauf passt, schon mal hier drauf balanciert. Ich versuche mal den Anhänger noch irgendwie so zu fahren, dass wir hier nicht mehr durch die Baumstämme müssen. Oder kriechen hier irgendwie gedreht? Ja, ich glaube, wir können hier oben hoffentlich einmal kurz wenden.
Ja, die Baumstämme sind halt immer eigentlich noch ganz schlechte Erinnerungen an die Taimi-Region, ne? Wo ich den Azov da schön auf dem Baumstamm verkeilt habe. Stopp. Stützen raus, Kranmodus. Dann versuchen wir das Ding jetzt hier noch mal. Also beim ersten Anlauf lief das echt gut. Falsche Richtung. Nee, 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 wir müssen ihn schon. Schon ordentlich heraufkriegen. Gucken wir mal, dass wir ihn hier gedreht kriegen. Also beim ersten Mal, beim Testversuch, habe ich ihn halt instant da reingekriegt. Jetzt hängt es hier ein bisschen. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Nee, 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 nee. Dreh dich bitte nicht so weit. So sieht er doch ganz gut aus. Sitzt. So, Kran wieder herstellen und jetzt werden wir gleich sehen, Fracht kann nicht verladen werden. Also wir müssen halt jetzt so fahren. Sollte streckentechnisch aber in der Theorie funktionieren. Hoffe ich. So. Ne? Schauen. Abfahrt. Wie gesagt, es sind hier eigentlich auf der Strecke ja gar keine so großen Steigungen drin. Zur Seite hin ist das ein bisschen abgeschützt. Wenn, dann reißt es uns komplett rum. Und dann ist sowieso Kacke. Aber ich schätze, das sollte eigentlich funktionieren. So, sprittechnisch muss man mal gucken, aber ich habe ja noch mein Dachsprit, also hier die Kanister auf dem Dach mit. Das sollten wir irgendwie gedeichselt kriegen. Das Ganze wird jetzt natürlich nicht ganz so schnell auf der Strecke hier vonstatten gehen. Ist wirklich keine andere Route? Nee. Also ich versuche jetzt halt hier die gute Route zu nehmen, ne? Oder, ja, eigentlich kann man auch hier unten lang fahren. Wir gucken. Jetzt entscheiden wir spontan. Scheiß auf Routenplanung. Braucht kein Mensch. So. Okay.
Hochgang reicht nicht. Jetzt? Jetzt. So, wir sehen auf jeden Fall, es wackelt da hinten schon, aber jetzt sollte eigentlich nicht runterrutschen. Also ich denke mal, da sollten die Stützen an der Seite auch soweit stabilisierend wirken, dass das nicht irgendwie einfach nach hinten runterrutscht, wenn wir jetzt hier so ein bisschen bergauf fahren. So, Rastgang wieder rein. Wow, wow, wow. Das wackelt aber ganz schön hier hinten drauf. Wenn es halt kippt, dann bin ich halt im Arsch. Ja, dann müssen wir das hier, also müssen wir den Anhänger erstmal. Ich meine, diesmal haben wir ja auch einen Kran dabei, so. Aber ich denke mal, wenn das da hinten kippt, dann reißt uns wahrscheinlich die Karre mit um. Würde ich jetzt mal schätzen. Gut, jetzt kommt der absolut nervige Teil von diesem, von dieser Route. Hier durch diesen Hochschnee durch. Zumindest von der anderen Seite aus ist die Strecke hier echt. Versuch mal diesen Baum da zu umfahren, indem ich hier einfach. Weil. Da kommt man nicht so gut dran vorbei. Also man kommt schon dran vorbei, aber ich will das mit der Fracht hier nicht riskieren. Deswegen fahren wir hier einmal hier durch. Und ich hoffe, wir kommen dann da einfach wieder auf die Hauptstrecke rauf. Ohne uns hier irgendwie Matsch zu versenken. Also Sprit könnte noch der limitierende Faktor werden. Ich würde jetzt aber so erstmal sagen, dass das reicht. Je nachdem, wie gut wir hier halt durchkommen. Hier natürlich auch aufpassen, dass wir nicht über die allerdicksten Steine drüber ballern. Nee, fahren wir bitte hier rechts rum. Shit, jetzt sind wir schon oben drauf. Na Gott. Hopp. Und wieder bergab. Ich hoffe, wir sitzen jetzt hier nicht irgendwie dumm auf den Steinhof. Das wäre halt. Was ich gar nicht gebrauchen kann. So. Wir sollten nicht so oft da hinten hingucken. Das sieht nämlich manchmal echt gefährlich aus. Nimm mal bitte irgendeinen Punkt vor mir. Danke. So, und jetzt versuche ich hier wieder auf die Straße hochzukommen. Also, wir nennen es jetzt einfach mal Straße. Nee. Gib mir doch bitte die dämliche Laterne. Beziehungsweise diesen Telegrafenmast. Ah, jetzt haben wir ihn.
Hier durch den Ziel. Ich mache schon jetzt schon 3 Kreuze, wenn die neue Map wieder da ist. Ich möchte keinen Schnee mehr. Es ist so. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Mandra damals. Aber hier sind schon Stellen wieder mit dabei. Wo du dir auch denkst, bitte. Bitte nicht. Da einfach nicht. So, wir haben jetzt gleich wieder hier die Holzdinger unter uns, diese Baumstämme, die uns wieder ein bisschen mehr Grip geben, sprich wir können hochschalten. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal. Ich hätte... Ach ne, wir hatten hier diesmal keinen zweiten LKW, wo wir nochmal Sprit hätten klauen können. Ja, der Allerschlimmste, was jetzt halt passieren kann, ist, dass wir wirklich kurz vorm Ziel dann doch echt noch Sprit verlieren. Ja, komm, wir fahren hier rechts lang. Und zwar jetzt hier nochmal ein Stück Matschweg und bis zu dieser Brücke da. Aber danach sollten wir auf jeden Fall besser vorankommen. Sprich, schneller vorankommen und uns halt dann entsprechend auch Sprit schon fahren können. Beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass wir halt schneller fahren, weniger Sprit für die Strecke brauchen. Komm schon. Denn da vorne müsste eigentlich langsam wieder die bessere Strecke anfangen. Gemerkt langsam. Wie gesagt, ich habe noch 120 Liter ja auf dem Dach mit. Komm schon. Die schieben wir jetzt auch mal nach. Oh, 200 haben wir sogar. Genau. So. Machen wir jetzt hier mal ein Stück links, weil wenn wir auf der Spur bleiben, ist das äußerst rechtslastig. Ja, und hier sieht man auch, wie gesagt, die Fracht rutscht halt nicht nach hinten ab. Das, was ich ja gehofft hatte. Und da kommt auch so zustande. So. Wir haben jetzt wieder feste Straße. Das hat der... Ach shit. Das ist ja hier gefroren. Stimmt ja. Ah. Wir haben ja keine Dingsreifen. Moment. Halt bitte stehen. Winde anbringen. Da. Da. Ach nee, was tue ich? Da, da. Bremse lösen, Gas geben. Winde. So. Jawohl, ja. Oh no. Ah. Moment, ich will kurz vorher einmal checken, ob wir hier Windenpunkte haben. Jo, Hammer. Gut, das heißt Winde, da. Da.
Komm hoch hier wieder. Oh oh. Halt bitte stehen. So. Oh Kacke, das reicht noch nicht. Hier haben wir aber Schnee. Okay. Gut, da unten ist schon mal die Brücke. Ich würde sagen, das lief okay. So. An die Steigungdauer habe ich halt echt nicht gedacht. Da hat die Winde jetzt aber nochmal gut mitgearbeitet. Ja, für die Strecke braucht man eigentlich halt Ketten, ne? Macht es deutlich angenehmer. Wie gesagt, das funktioniert ja auch mit, wenn man so fährt, mit den Reifen hier ein bisschen im Schnee zu fahren, dann hat man auch genug halt, dass man nicht hier einfach willenlos hin und her rotiert. Deswegen halten wir uns jetzt auch wieder so leicht rechts. Aber ansonsten, wir machen Ketten das halt deutlich einfacher. Nichtsdestotrotz geht das auch. Auch mit 6. So. Betonplatten. Ein bisschen vorsichtig hier sein. Uiuiui. Okay, nochmal Betonplatten. Das sind dann unsere vorletzten Betonplatten auf der Strecke, glaube ich. Aber das macht nichts. Wir müssen hier auch nochmal einen ganz kurzen Stopp machen. Ich brauche noch ein Foto. Machen wir hier einfach mal so. Und dann fahren wir weiter. So, ich probiere mal, wie gut wir hier mit dem Lastgang kommen, mit dem Hochgang kommen. Nicht, dass wir jetzt zu schnell sind und wieder hin und her rotieren. Auch hier ist die Straße ja relativ glatt. Da oben sehen wir schon unser Ziel. Wie gesagt, dann gehen wir nur noch einmal die ausschweifende Kurve da oben fahren. Und jetzt sind wir auch schon da. Deswegen fahren wir den Rest der Strecke jetzt nach Möglichkeit onboard. Können wir mal ein bisschen Tempo raufnehmen. Ich glaube, hier war es nicht mehr. Oh doch. Also ist nicht mehr ganz rutschig. Ich wollte nur gucken, weil das hinten gerade so geklappert hat. Nicht, dass mir der Tank abgegangen ist. Aber wir sehen ihn ja auch im Spiegel. So, Betonstrecke Reno. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Tick weiter nach links. Au, au. Ja, hier sind wir jetzt zu mittig. Mal kurz einen Meter zurück. Meter vorwärts, dann können wir wieder auf die Strecke.
So. Das funktioniert auch soweit. Alles echt super. Ich bin zufrieden mit der Folge und der Strecke, die wir jetzt hier oder dem, was wir jetzt hier geschafft haben. Noch sind wir nicht da, ne? Nie den Tag vom Abend loben. Aber es läuft. So, sprittechnisch reicht das jetzt auf jeden Fall auch noch. Brauchen wir uns auch nicht mehr so viel Gedanken machen. So, es wird draußen auch schon dunkel. So, die Sonne geht langsam unter. Wie gesagt, das ist auch lustig. Der größte Teil, was wir jetzt hier haben, ich glaube, der andere Tank war in etwa so groß. War der vielleicht noch einen Ticken kleiner? Dafür haben wir jetzt den kleinsten Anhänger genommen. Schon ein bisschen lustig. Aber im Endeffekt hat alles funktioniert. Wir haben uns. Oder ich habe mir die Sachen ein bisschen schwerer gemacht, was dadurch, dass ich halt zwei Teile mit dem Super Heavy Anhänger gefahren bin, der halt absolut nicht nötig war. Ja, das macht das Ganze ja in den Kurven und so immer ein bisschen komplizierter, als es sein müsste. Aber so haben wir ein bisschen Praxis, weil ich gehe davon aus, wenn wir den Auftrag jetzt hier fertig haben, dass wir dann auch diese zusammengebaute Rakete nach Kosmodrom wahrscheinlich erbringen müssen. Also meine Welt würde das jetzt so Sinn machen. Und wenn die Rakete halt zusammengebaut ist, gehe ich davon aus, dass wir den Super Heavy Anhänger brauchen. So, wir machen mal Licht an. Wird ja hier langsam dunkel. So, dann gehen wir mal wieder in die Außenperspektive. Für die allerletzten Meter auf diesem Auftrag. So. Stopp. Frachtverwaltung. Ach Mist, das funktioniert nicht. Moment. Weil wir sie ja nicht verladen haben, können wir sie jetzt hier nicht ausladen. Kranmodus. Das heißt, wir packen sie mal kurz um. Packen sie nämlich kurz hier rauf. So, bleibt da liegen. Und dann können wir sie jetzt verladen. Kernstück der Rakete montiert. Wow, ist das riesig. Jetzt zur Lieferung. Wo weißt du, warum ausgerechnet in 29? In einigen Jahren werden wir unsere 29. Mondmission fliegen, um Eisproben zu sammeln. Um die Rakete bauen wir fast selbst. Okay, er hat es ja, glaube ich, gerade schon angespoilert. Trägerraketenschlepper. Oh nein. Okay. Ja, schauen wir uns bis zum nächsten Mal an. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 halt noch. Und wir können sie alle machen. Wir können sie alle machen. Das heißt, wenn wir kurz Licht an.
Für heute war es das. Vielen Dank fürs Einschalten und wir gucken dann jetzt, wie wir dann beim nächsten Mal weitermachen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss, tschüss.